Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Im heutigen Video möchte ich euch zur ersten Ausgabe der O'Hare Challenge einladen. Also, je nachdem, ob es noch eine zweite oder dritte oder vierte Ausgabe gibt und ihr das cool oder halt eben nicht cool findet. Und ich möchte euch hier im Video erklären, worum es da genau geht. Und wer jetzt denkt, wie lame, ihr könnt gerne abschalten für alle anderen. Es gibt für Platz 1, 2 und 3 jeweils Gold zu gewinnen. Platz 1 1500 Gold, Platz 2 1000 Gold und Platz 3 500 Gold. Aber lasst mich kurz erklären, worum es geht. Wer mich länger verfolgt, der weiß, dass ich im letzten Jahr und ich glaube im Jahr davor auch schon immer mal wieder Challenges angeboten habe über das offizielle Challenge-Tool von Wargaming. Jetzt werden einige sagen, was ist denn das offizielle Challenge-Tool von Wargaming? Ja, einige kennen es vielleicht gar nicht. Wargaming hat in den letzten Jahren ein kleines Web-Tool entwickelt, über das man Challenges, also quasi Ingame-Aufträge erstellen kann, mit verschiedensten Aufgaben, also sei es, was man tun muss, sei es, welche Panzer zugelassen sind, und kann dann darüber oder konnte darüber dann Gold oder halt andere Preise verlosen. Das war zum Beispiel, hat Wargaming selber genutzt, beziehungsweise nutzt es immer noch selbst. Aber es war, und ich sage extra war, auch zugänglich für die CCs, für die Community-Kontributoren, und ich konnte damit mein ganzes Gold, was ich immer aus den Lootboxen ziehe, auch in irgendeiner Form an euch weitergeben. Nun wollte ich das ganz gerne auch wieder anbieten. Ich habe dazu auch schon Ende letzten Jahres den Community Manager für den deutschen Bereich, den es damals noch gab, kontaktiert und habe gesagt, was ich machen will. Und es wurde abgelehnt. So, das habe ich dann noch zweimal gemacht. Also insgesamt habe ich dreimal versucht, wieder Challenges für euch anzubieten. Und Wargaming hat das jedes Mal abgelehnt aus verschiedensten Gründen. Teilweise haben sie es auch nicht wirklich begründet. Teilweise haben sie es mit sehr skurrilen Begründungen abgelehnt. Also long story short, es ist mir aktuell nicht möglich, dieses Challenge-Tool zu nutzen, weil ich es einfach nicht ungefragt nutzen darf, sondern ich kann es halt erst nutzen, wenn Wargaming, also wenn ich an Wargaming herangetreten bin mit einer Idee und die dann sagen, ja, okay, kannst du machen oder kannst du halt nicht machen. So, und nun geht das halt nicht und habe ich aber Bock, sowas zu machen. Ich will euch halt irgendwie ein bisschen Gold zurückgeben, beziehungsweise will euch halt die Möglichkeit geben, so mit ein paar extra Aufgaben euch da vielleicht auch so ein bisschen zu motivieren. Und jetzt habe ich halt überlegt, wie ich das mache. Und eigentlich ganz einfach. Ich stelle euch eine Aufgabe. Ihr müsst mir die Replays einschicken. Und ich mache dann eine Auswertung um Platz 1, 2 und 3, die da entsprechend nach den genannten Bedingungen auf den Plätzen landen. Die bekommen dann eben das Gold von mir über den Premium-Shop als Geschenk. Leider ist es halt dann so, dass ich, wenn ich solche Challenges selber mir ausdenke oder selber veranstalte, ich es nicht so, also so richtig kombinatorische Aufgaben stellen kann. Weil das einfach der Aufwand für die Auswertung zu groß ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, hey, spiele in 5 Gefechten die meisten Kills. Das geht vielleicht sogar noch. Oder wenn ihr mir dann 5 Replays schickt und ich die Kills aufaddiere. Aber es waren halt auch noch viel, viel coolere Möglichkeiten über dieses Challenge-Tool möglich. Sei es drum. Das also zur Erklärung, was mir durch den Kopf geht und was ich vorhabe. Jetzt zur konkreten Aufgabe für euch. Der Zeitraum für diese Aufgabe startet mit Veröffentlichen dieses Videos und endet am 24.05.2024 um 23.59 Uhr. Die Replays, die ihr mir einschickt, und das ist ja nachvollziehbar, oder die Runden müssen in diesem Zeitraum gefahren sein. Nicht davor, nicht danach. Zugelassen sind Tier 5, Tier 6, Tier 7 Fahrzeuge. Alle Klassen sind zugelassen. Die einzigen Fahrzeuge, die ich für diese Aufgabe nicht zulasse, sind Radpanzer. Was ist die konkrete Aufgabe? Wir wollen es ja nicht nur so lame machen wie macht die meisten Kills. Das kann man natürlich machen, aber das ist jetzt nicht so spannend. Die Aufgabe lautet,
dass diejenigen gewinnen, die die meiste Strecke in einer Runde gefahren sind. Denn das kann man in den Replays, in der Auswertung tatsächlich sehen. Also, Tier 5, Tier 6 oder Tier 7, alles außer Radpanzer sind zugelassen. Die Replays müssen bei whatreplays.eu oder bei whatrecord hochgeladen sein. Bitte nicht die reine Replay-Datei. Und diese Links schickt ihr bitte an meine E-Mail-Adresse. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Lest euch das in Ruhe nochmal durch. Wichtig ist, dass ich anhand des Betreffs der E-Mail oder was in der E-Mail geschrieben ist, erkenne, dass ihr an der Challenge teilnehmen wollt und ihr mir nicht einfach nur einen Replay von einer coolen Runde schickt, die ich zum Beispiel für den Replay-Mittwoch verwenden kann. Also es muss eindeutig erkennbar sein, dass diese E-Mail mit dem Replay-Link dafür gedacht ist, an dieser Challenge teilzunehmen. Wenn der Zeitpunkt dann abgelaufen ist, also nach dem 24.05., werde ich mir die Replays anschauen und werde entsprechend natürlich dann gucken, wer die längste Strecke gefahren ist innerhalb einer Runde und werde dann dementsprechend ein Auswertungsvideo machen und den Gewinner natürlich auch das Gold zukommen lassen. Achtung, es sind nur die normalen Standardgefechte zugelassen. Keine Begegnungsgefechte, keine Verteidigungsgefechte. Die ganz normalen Standardgefechte, so wie wir es hier auch sehen, Captain Picard in seinem E25. Ich bin gespannt, was so für Strecken zustande kommen. Wir werden jetzt hier natürlich gleich, in die Runde vorbei ist, noch in die Auswertung schauen und gucken, was Captain Picard hier als Beispiel zusammengefahren ist. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr weitere Ideen einfach mal in die Kommentare postet unter dem Video hier, was ihr cool fänden würdet, was man mal machen könnte. Wir haben auch letztens bereits im Livestream darüber gesprochen, aber ihr könnt auch hier gerne nochmal eure Ideen unten in die Kommentare schreiben. Alle Infos, ich habe es eben schon gesagt, nochmal und auch die Bedingungen in der Videobeschreibung, also welche Panzerklassen, welche nicht erlaubt sind, wohin die E-Mail mit dem Replay muss, welche Plätze was gewinnen, Platz 1 1500 Gold, Platz 2 1000 Gold, Platz 3 500 Gold. Und ich bin sehr gespannt, was wir so an Kilometerwerten sehen werden, was ihr in euren Runden so gefahren seid. Noch am Ende ein kleiner Hinweis, ich werde mir die Replays natürlich dann auch anschauen von Platz 1, 2 und 3. Und wenn ich da erkenne, dass ihr einfach nur am Anfang erstmal sinnlos im Kreis fahrt, dann schließe ich das natürlich aus. Klar ist, es soll eine ganz regulär gespielte Runde sein und nicht irgendwie erschummelt jetzt hier 10 Kilometer gefahren sein, weil ihr am Anfang erstmal nur im Kreis fahrt und dort Strecke macht. Nein, das werde ich natürlich ausschließen, sondern es sollen wirklich ganz normal gespielte Runden sein. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was Captain Picard jetzt hier in der Runde am Ende noch macht. Er hat natürlich den E25 hier sehr stark ausgerüstet und ist hier in dieser Runde gegen Sechser auch Top-Tier und kann natürlich entsprechend arbeiten, wobei die Karte nicht unbedingt für ihn geeignet ist. So, da rennt die Arti. Sie bleibt kurz stehen. Warum bleibt sie kurz stehen? Ne? Das ist auf jeden Fall interessant. Er verschießt leider zweimal. Und jetzt bekommt die Artillerie natürlich die Gelegenheit, sich zu drehen. Naja, ja doch. Lol, sie verschießt es aber. Also ich würde sagen, das war eine HE2, sonst hätte sie auf jeden Fall Splash gemacht. So. Sie versucht ihn einzuklemmen, wenn ich das richtig sehe. Aber hier kommt er auf jeden Fall raus. Das Gefährliche ist, glaube ich, eher der T-50-2 als die FV. Weil die FV ist blind und der T-50-2 ist hier extrem mobil. Und hier jetzt in diesem letzten Drittel der Runde sehen wir auch, wo Captain Picard seine Strecke zusammengefahren hat. Am Anfang war das definitiv nicht der Fall. So, einer capped. Ja, musste zurück, ne? Musste zurück. Wir machen mal ein bisschen Zeitbeschleunigung, um zu gucken. Ah ja, okay. Ist raus und dann wieder reingefahren. Das ist interessant.
So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier aufgeht. Ich tippe fast, dass der Light im Cap... Ach, schau an. Ja, gute Zusammenarbeit. Der Light lockt den E25 an. Wow. Der Light lockt den E25 an und die Arti versucht, ihn hier rauszunehmen. Schafft sie nur leider nicht. Aber die Idee dahinter war auf jeden Fall sehr gut. So, zack. T-52 verschießt hier zweimal, dreimal. Ja, der schießt schnell, aber hat natürlich nicht viel Alpha. Aber das Ding ist natürlich, er weiß jetzt, von wo Captain Picard hier kommt. Die Frage ist, gibt es noch den achten Kill? Ja, er macht's schlau, ja. Er täuscht das an. Ich verstehe nicht, warum der Light immer wieder rausfährt. Also wenn er schon rausfährt, dann muss er konsequent sein und auch wirklich wegfahren. Und dieses Angekeppe hier, ich weiß nicht genau, was er damit bezwecken will. Ja, er wollte sich einen Stein stellen. Hat er gut gemacht, der Captain Picard hier. Er rammt ihn noch und kann ihn hier am Ende rausnehmen. Ich glaube, der schießt der HE. Wir wollen es nicht wissen. Achter Kill. Er gewinnt die Runde. Sehr schön. Wir gucken mal die Auswertung, was hier an Strecke zusammengekommen ist. Hier ist die Auswertung. Die Runde war natürlich hervorragend. Es gibt das Panzerass. Es gibt die Pascucci. Es gibt die Radley Walters für 8 Kills. Captain Picard macht hier 3600 Schadenspunkte. 1783 Basis. Alles das ist für die Challenge gar nicht wichtig, also jedenfalls nicht für die, die ich jetzt hier ausgerufen habe, aber es zeigt natürlich, dass es eine wunderbare Runde war. So, schauen wir mal. 5,07 Kilometer ist er gefahren. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit es auch alle sehen können. Hier steht der Wert. Das ist der Wert, der für die Challenge relevant ist und auf den ich dann in den Replays gucke. Natürlich ergibt sich der Rest dann meistens von selbst und viel Strecke fährt man meistens, wenn die Runde relativ lang ist. Von daher müsst ihr euch natürlich auch Mühe geben, dass ihr irgendwie am Leben bleibt. Und wie gesagt, wer irgendwie schummelt, mit Absicht hier im Kreis fährt oder irgendwas, der wird ausgeschlossen. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was wir für Runden sehen werden. Ihr könnt alles auf Tier 5, 6 und 7 fahren, außer die Radpanzer. Denn ja gut, mit denen machst du natürlich automatisch viel Strecke, auch wenn es nur der 6er und der 7er ist. Alle Infos unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt quasi jetzt mit Release des Videos loslegen. Replays davor sind ausgeschlossen. Das Ganze läuft bis zum 24.05.2024, also roundabout 2 Wochen. Bis dahin könnt ihr die Replays mir schicken. Und ich bin gespannt. Wenn ihr mehr Ideen habt, unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt, geben Mornfan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Heimdall, Rico, Tomboy, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.